Hier stehen wir vor unserer neuen DZ25 zur Bearbeitung von Strukturbauteilen. Da haben wir links ein paar Beispiele aufgebaut, die speziell gemacht, in dem Fall für die Bearbeitung von Strukturbauteilen, die einen Spindelabstand von 800 mm benötigen, das heißt Bauteile mit einem Kubus von roundabout 800 mm. Die Maschine selber zeichnet sich aus, dadurch, dass sie erstmal eine hohe Produktivität hat durch die zweispindelige Bearbeitung. Sie ist sehr dynamisch, das heißt, wir haben darauf geachtet, dass wir sehr dynamische Achsen verbauen, also mit hohen Beschleunigungswerten und auch hohen Regelkreisverstärkungen, was ein Maß für die Dynamik einer Werkzeugmaschine ist. Das heißt, der Kunde hat als Vorteil eine sehr, sehr hohe Produktivität, aber auch gleichzeitig mit einer hohen Genauigkeit am Bauteil. Die Maschine ist auch noch eine Besonderheit, die zeigen wir hier in der digitalen Welt. Das heißt, wir gehen da auch neue Wege und stellen das neue Produkt nicht unbedingt auf der Messe aus. Wir hatten auf unserer Hausausstellung, die ist ungefähr 5 Monate her, hatten wir die Maschine auch in Stahl und Eisen zur Bearbeitung. Und hier zeigen wir es mal als neuen Weg in der digitalen Welt, wo unsere Kunden dann die Maschine auch drehen können, die unterschiedlichen Optionen sehen, was es für die alles gibt.